Ja Leute, willkommen zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Wir schauen gemeinsam wieder mal, was in den Shop reinkommen wird, und deswegen gehen wir auf den Shop drauf und wir sehen schon, circa eine halbe Minute ist der Shop da. Mal schauen, was heute reinkommt. Gestern gab es die neue Farbfleck-Lackierung, eine animierte Lackierung, wo so ein bisschen die Farben verlaufen, sah ganz okay aus. Mal schauen, was dann heute reinkommt. Der Shop ist gleich da. 3, 2, 1 und mal schauen. Okay, ein neuer Tanz, Mega Moves, da fangen wir dann gleich mit an. Wir gehen erstmal zur linken Seite, denn hier gibt es ein cooles Set zurück. Und zwar das Set Nimmermehr. Hier gibt es passend einmal den Rabenskin, den legendären Skin. Hier mit dem coolen Rückenteil zurück. Ebenfalls hier einmal mit dem Gleiter gefiederter Flieger. Und dann gibt es noch den sehr coolen Verwüstungsskin. Den feiere ich wirklich mega, habe ich mir auch damals gekauft. Hier gibt es sogar hier diese kostenlosen Flugspuren dazu. Und auch hier das Rückenteil sieht einfach nur mega nice aus. Diesen Skin kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann gibt es auch hier noch die passende eiserne Schnabelhacke zurück. Alles heute nochmal nach 28 Tagen zurück. Wirklich ein sehr, sehr cooles Set. Dann gibt es daneben einmal ein weiteres Set noch. Und zwar das Set einmal mit dem Zuki-Skin aus dem Katatech-Set. Ja, der Skin ist okay. Hier auf dem Rücken einfach dieses Schwert. Ja, das geht klar. Dann gibt es einmal noch hier den Kupferwespen-Skin. Der ist ehrlich gesagt nicht so mein Fall. Gibt es aber heute auch nochmal zurück. Und dann gibt es einmal noch hier heftiger Hieb. Die Hacke ist wirklich ganz nice. Und da gibt es auch noch passend dazu Stachel. Hier die Lackierung. Alles heute zurück nach 31 Tagen. Und an letzter Stelle gibt es noch ein weiteres Set, und zwar das Set einmal mit dem Farbenbomber-Skin. Einer meiner Lieblingsskins, den zocke ich bis heute immer noch, ist wirklich ein sehr, sehr nicer Skin. Dann gibt es einmal noch mal den Farbenkanonier, so gesehen der männliche, ebenfalls nochmal zurück, der hat sogar noch eine Tasche dazu. Und dann gibt es einmal noch Regenbogenwucht, die Hacke. Und auch noch hier ein Gleiter, und zwar Farbballon. Alles heute nochmal zurück nach 29 Tagen. Und das sind auch schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf den Stützer einen Quader klicken und hier den Code DETOR eingeben. Würde mich riesig freuen. Und jetzt gehen wir schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier ist ganz vorne einmal der Barfuß-Ermittlerin-Skin. Ein Skin, ja, der barfuß rumläuft, ist heute nochmal zurück nach 30 Tagen. Ja, ist okay der Skin, jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht so mein Fall. Hier auf dem Rücken ist ja diese Waffe angeklebt, das ist eigentlich sogar noch ganz okay. Dann gibt es daneben einmal in Schwarze, ein wirklich sehr, sehr cooler Skin, auch mit mehreren Stilen, und so einmal Standard und einmal Pixelherz. Ist heute auch nochmal zurück nach einem Monat circa, wirklich ein sehr, sehr nicer Skin. Dann gibt es einmal hier Leuchtstäbe, und das ist wirklich extrem selten. Das ist heute zurück nach 310 Tagen, und ich spiele es mal direkt ab. Ja, wie gesagt, 310 Tage her, ein Season 7 Mode, hat diese Leuchtstäbe in der Hand und sieht wirklich ganz nice aus. Dann gibt es einmal die Pömpelhacke zurück, einer meiner Lieblingshacken. Ja, die habe ich auch schon extrem lange. Ich zeige mir hier direkt den Ton. Wirklich sehr, sehr cool. Zurück nach 32 Tagen war damals meine erste Hacke, wirklich ultra nice. Dann gibt es hier direkt das neue Mode, und zwar Mega Moves. Ein sehr aufgedrehtes Emote, der geht hier ordentlich ab. Heute auf jeden Fall einen neuen Shop für 500. Ja, aufgedrehtes Emote. Und an letzter Stelle gibt es nochmal Rage Quit. Der rastet hier komplett aus und macht den Controller kaputt. Er ist zurück nach 30 Tagen. Wirklich ein lustiges Emote. Der geht hier einfach komplett ab. Ich glaube, der hat gerade verloren, könnte man sagen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, zurück nach 30 Tagen. Und das war's ja eigentlich auch schon mit dem Shop.